Erhalte ich eine Altersrente auch ohne Rentenantrag? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Antwort ist relativ knapp: Nein und Ja. Nein, warum? Ich erhalte grundsätzlich Rentenleistungen nach dem SGB VI nur mit Antrag. Das ist der Grundsatz. Das heißt also im Wesentlichen, wenn ich eine Altersrente für langjährig Versicherte oder eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte haben möchte, muss ich einen Antrag stellen, einen Rentenantrag stellen. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel. Und zwar, wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente, eine Erziehungsrente, Knappschaftsausgleichsleistung beziehen und im Anschluss daran die Regelaltersgrenze erreichen, müssen Sie keinen Rentenantrag stellen für die Regelaltersrente. Das heißt also, Sie müssen, wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente erhalten und nahtlos daran die Regelaltersrente anschließt, für diese Regelaltersrente keinen Rentenantrag stellen. Das Gleiche gilt auch dann, wenn Sie eine kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente bekommen und Sie nahtlos an die kleine Witwenrente und Witwerrente das Lebensalter erfüllen für die große Witwen- oder Witwerrente. Auch hier müssen Sie keinen Rentenantrag stellen. Wenn Sie einen Antrag auf das sogenannte Sterbequartalsgeld stellen, dann müssen Sie bei der Deutschen Rentenversicherung keinen ausdrücklichen Antrag mehr stellen auf die große Witwenrente oder kleine Witwenrente. Denn mit dem Antrag auf das Sterbequartalsgeld bei dem Postrentenservice haben Sie auch schon gleichzeitig den Antrag auf die Witwenrentenleistung nach dem SGB VI gestellt. Und was macht die Deutsche Rentenversicherung noch? Dafür müssen Sie auch keinen Antrag stellen. Das ist dann meistens immer ein schmerzlicher Prozess, wenn die Deutsche Rentenversicherung feststellt, dass Sie eine zu hohe Rentenleistung erhalten und Ihnen an sich rechtmäßigerweise nur eine niedrigere Rentenleistung bekommen, dann müssen Sie auch keinen Antrag stellen, dann wird von Amts wegen sozusagen Ihre Rente gekürzt. Es gibt mehrere Fallkonstellationen im geltenden Recht, bei der Sie keinen Rentenantrag stellen müssen und trotzdem eine Rentenleistung erhalten. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.